Ja, Tatsache, das stimmt. Okay. Wir haben keinen Meteoritenschauer mehr, aber wir haben den Feuerball. Komm, 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 noch ein Feuerball. So, hau ihm noch einen Feuerball rein. Ah, das sind jetzt langsam zu viele. Something's wrong with me. I'm all right. That hit. Yes. Fenris hat noch so wenig Punkte, okay. Wir können das tatsächlich noch schaffen, wenn wir Glück haben. Okay, das könnte knapp werden. Okay, ich lasse mich mal etwas zurückfallen. Oh Gott, es sind noch vier. Ich dachte, es wären nur noch drei. Nein, das sind zu viele. Okay. Aber wir haben es schon mal so weit gekriegt, dass es immer weniger werden. Den ersten muss ich wegballern mit allem, was ich habe. Und den zweiten... Oh, ich muss... Das ist ein Glücksspiel eigentlich, dass der zweite sich nicht weg... so weit wegbuddelt, dass ich nichts gegen ihn machen kann. Okay. Draufhauen.
Soti, das da machen. Alof, das da machen. Seraphil erstmal nichts machen. Ich, der Herzschuss. Ah, jetzt habe ich den Herzschuss aus Versehen abgebrochen. So, Seraphil übernehmen. Du heil dich gleich, du heilst im Kreis. Okay, an den anderen dran kommen. Hm. Alof, übernimm noch mehr. Seraphil, übernimm noch mehr. Du? Ach, du kannst da nicht so hinjumpen. Du jumpst so. Jetzt prügel drauf ein. Okay. Heil dich. Heil dich. Alof. Was passiert, wenn ich das Vieh versteinere? Dann ist die Erholung der Mutter weiterhin an. Okay. That looks complicated. Ich bin fast tot, ich kann mich aber nicht mehr heilen. Ah, das ist scheiße. Also der Kampf ist echt ziemlich vom Glück geprägt. Und nicht unbedingt vom Können. Angeblich hätte ich einen Schurken, wäre es einfach. Da könnte die Viecher nämlich fast one-hitten und sie jederzeit erreichen. Achso. Und ja, ich halte mich echt mit dieser Spinnenbrut auf. Bis zum geht nicht mehr. Herzschuss. Xoti Feuer. Seraphil noch nix. Habe ich eigentlich was Besseres als zu Brei schlagen? Luftsprung. Ah, nee. Schlag ihn einfach zu Brei. Das machen wir mit dem anderen dann. Das hier. Seraphil erstmal nichts. Okay, Nummer 1 ist down. Konstante Heilung. So, die Beschwörung. Ich beschwöre auch. Seraphil. Übernimm den Haufen da.
Jawohl, das hat diesmal besser geklappt. Alof. Sense. Mach mal das hier. Axoti ist noch beim Rufen. Ich versuche noch mal einen Herzschuss. Und ich an den besseren Punkt konntest du dich nicht porten. Dankeschön. Wir brauchen noch mehr auf den. Er muss sterben, und zwar schnell. Okay, er ist tot. Gut. Du, brüll mal. Du. Renn weg. Alof. Feuerball. Xoti. Heil dich erstmal selber. Alof. Um Feuerball. Xoti. Okay, Alof. Spätzünder Feuerball hier hin. Alof, heil dich. Nochmal. Okay, wir haben die Spinnen fast down. Alpha-Wolf-Bezauberung, auch gut. Das hat er, glaube ich, angehabt, Gil. Ja, Bezauberung bestehen Bestien 5 Sekunden auf erzielten Bestien-Kitzer. Ah ja, gut. Boah, das war ein Kampf, aber die Belohnung ist auch nicht schlecht. Gut, was sagt sie dazu? It is not enough to find the flaw in your enemy. One must also know how to unweave their advantages. Excellent hunt, Watcher. Es reicht nicht aus, den Schwachpunkt seines Feindes zu finden. Man muss auch wissen, wie man seine Vorteile aushebelt. Ausgezeichnete Jagdwächter. You have proven your cunning, Watcher. And we deem you worthy to compete for my blessing. Seek the pool of memories when you are rested and ready to continue your hunt.
Du hast deine Gerissenheit bewiesen, Wächter, und wir achten dich als würdig, um meinen Segen zu kämpfen. Such das Becken der Erinnerung auf, wenn du ausgeruht und bereit bist, deine Jagd fortzusetzen.